Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kashi, da sind wir wieder. Mit diesem wunderbaren Mondspiel. Aber ich glaube, heute müssen wir mal wirklich über KI reden. Wir müssen mal wirklich über KI reden. Weil es Dinge gibt, wo ich mir denke, alter Schwede, bin ich schockiert und was für ein Müll. Ach ja, wo war ich genau? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab schon wieder vergessen. Ja, wir müssen mal immer. Ernsthaft eine KI, ne? Es gibt ja mittlerweile diese Musik-KIs, die dir ein komplettes Lied zusammenschustern. Teilweise auch, wenn du gut bist, ein ganzes Album. Habe ich jetzt einen Kumpel, also Bekannten. Der hat so einen Schwachsinn gemacht, ne? Hat sein komplettes Album rausgeschissen, ne? Auf Spotify, ist darauf mega stolz und so, was er eigentlich wohl getan hat. ChatGPT ein paar grobe Schnitzer gegeben, also ein paar grobe Ideen von wegen, ja, die Lieder sollen in die Richtung gehen, so und so soll es sein. Den Text, was er da haben wollte, dann in so eine Kack-Musik-KI eingegeben und hat dann halt machen lassen, ne? Und er ist dann jetzt stolz wie Bolle, ja, ich habe jetzt ein ganzes Album produziert mit Liedern, die sind so geil und so toll. Habe ich mir angehört? Die klingen alle wie lieblose Scheiße. Es klingt wirklich alles wie generische, lieblose Scheiße. Sorry, Digga, aber das muss man mal sagen, denn das, was du da produziert, das klingt einfach nur nach Müll. Und, A Personal Log. Ariasis, ja, das ist so das, was mich so schockiert, ne? Bitte tragen Sie im Weiteren Ihren Vor- und Nachnamen ein. Benutzen Sie neue Zeile für jede Person. Einchecken. Bla 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 bla. Was ist das überhaupt? Ach, okay, wenn jemand nur reinkommt. Interesting. William MacArthur und Isaac Johansson waren hier. Was haben sie hier gemacht? Das ist interessant, aber um nochmal drauf zurückzukommen. Dass es so einen Scheiß gibt. Aber dass man überhaupt so stolz drauf sein kann, von mir, ja, ich hab da Texte generieren lassen, ne? Ich hab da Dinge getan oder was auch immer und nee, komm. Helium 3 Reaktor MPT. Okay. Ich frage mich immer noch, wie man mit Helium 3 Energie herstellen kann, aber okay. Macht man da vielleicht auch nur Wasser warm? Ja, aber das ist so eine Sache, die, ich habe ja selber mal Musik gemacht, früher, vor langer Zeit, vor Ewigkeiten. Na, fährst du mit mir mit oder fährst du an der Wand? Schade. Ne, ich war ja selber mal in einer Band und war nach ewiger Arbeit. Also wir haben dann einen Song. Haben wir Wochen geschrieben. Ewig getan und gemacht und produziert und immer wieder Klang, geguckt, wie es klingt scheiße, können wir das mal nochmal ändern und so, ne? Ich war da, nach Wochen, Monaten war ich stolz wie Bulle, wenn nur ein einziger Song halbwegs gut klang. War ich stolz wie Bulle. Und dass heutzutage jetzt so Leute ankommen, von wegen scheißen da mal eben in 5 Minuten was mit ihrer Kack-KI raus, ne? Und stellen das dann auf Spotify hoch und meinen hier, ja, jetzt bin ich hier der große Kasper, ne? Also mich regt das ein kleines bisschen auf. Also ich würde sagen, komm, Streik. Jetzt wird gestreikt, Musikbranche, fickt euch alle. Hau weg die KI. Das nimmt Arbeitsplätze weg. Würde ich jetzt mal meinen, also ich finde das schockierend, diese Entwicklung, und gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht.
Vielleicht rege ich mich auch ein bisschen zu sehr auf, aber ich finde das total kacke. Reaktorkapazität bei 9%. Er wird sogar schwächer. Na los, Alex. Willkommen bei Tombo. Wer sind Sie? Sarah. Sarah Baker, vormals bei Pearson stationiert. Sie arbeiten hier? Tat ich mal. Ich bin Isaac. Isaac? Mr. Johansson? Wo sind die anderen? Ich dachte, alle wären... Ich bin allein. Was tun Sie hier? Alle weg? Ich bin wegen des MPT hier. Vergessen Sie's. Sie haben den Hauptrechner gesperrt. Kein Systemzugriff. Ich bin Softwareingenieurin. Vielleicht kann ich... Was war das? Der Reaktor. Der Treibstoff geht aus, aber die Energie sammelt sich noch darin an. Und ohne den MPT kann sie nirgendwo hin. Wenn das nicht aufgehalten wird... Sie sind Softwareingenieurin? Kommen Sie! Hey, warten Sie! Krass. Also wie ein... ich würde fast zusammenstaunen. Arias, das ist das Ding also. Diese riesige Antenne, die diese Mikrowellenstrahlung von Antenne zu Antenne bis zur Erde rüber schickt. Also die Energie in Form von Mikrowellenstrahlung. Ja, aber ich muss sagen, diese ganze KI-Scheiße sehe ich mit Besorgnis. Mit großer Besorgnis. Ich meine, ich kann verstehen, warum Schauspieler, Synchronsprecher und anders Leute, schaffende Leute, auf die Barrikaden gehen und streiken. Und für ihre Rechte und ihre Arbeitsplätze einstehen. Ich kann es komplett nachvollziehen und verstehen. Wenn man jetzt schon anfängt, mit solchen Musik-KI-Dingern, oh, kaputt. Ja, jetzt einfach so innerhalb von 5 Minuten irgendein komplettes Album rauszuscheißen, ne? Also komm. Da würde ich sogar sagen, das ist nicht fair gegenüber den echten Musikern, die ihren Arsch dafür aufreißen, einen vernünftig guten Song hinzubekommen, der dann auch noch gefallen, den Leuten gefällt, gut klingt und vielleicht auch noch in den Charts kommt. Na gut, früher hat man sich eher dafür bemüht, in die Charts zu kommen, also... Ob es heute noch einige Leute tun, vielleicht, aber den Musikern ist es heutzutage schon eher schon wichtig, so von wegen, dass es den Fans gefällt. Also mir war es damals wichtig. Und anderen Kollegen auch, dass es einfach den Leuten gefällt. Hast du den Arsch aufgerissen? Oha. Ob die mich genauso angreifen würden wie das letzte Ding? Wahrscheinlich. Mehrere Türen, ich habe eine Energiequelle gesehen, Feinde, das kann auch schön werden. Das ist bestimmt so ein etwas größeres Raumrätsel, aber... Oh, Leichen. Viele Leichen. MPT Online. MPT Online. Der MPT überträgt Energie vom Mond an die Erde. Die Mikrowellenenergie-Transmitter MPT erfüllt... Gefüllt mit Helium-3, das auf dem Mond abgebaut wird, generiert Energie innerhalb eines Fusionsreaktors und sendet kabellos an. Und sendet sie kabellos an Empfänger auf der Erde. Ja, das ist aufgeregt, ne? Okay, Kashi, beruhig dich wieder. Brille auf. Gucken wir mal. Während es, mehr als ein Jahrzehnt gedauert hat, bis der MPT fertig war, reißt das Energiesignal schnell von der Mikro... von der Mondkolonie auf die Erde, die World Space
Agency glaubt, dass der MPT ausreichend Energie aus dem Fusionsreaktor der Kolonie übertragen kann, um etwa 20% der Weltbevölkerung zu versorgen. Aber 20%, das ist doch nicht viel. Es wird erwartet, dass dieser Prozentsatz schnell ansteigt in den nächsten Jahrzehnt. Im nächsten Jahrzehnt. Könnte der MPT die ganze Erde mit Strom versorgen, sagte Dr. Isaac Jensen, der leitende Wissenschaftler der Agency. Die Erde wird nie wieder im Dunkeln tappen. Ja, das waren wir. Wir haben es geschafft. Kann ich das nochmal sehen? Ja, also dass diese riesige Antenne, die wir gerade gesehen haben, ne? Fusionsreaktor und Helium 3, okay. Hast du eigentlich auch deine Lampe an? Sache. Also rein technisch frage ich mich, wie funktioniert das mit Helium 3? Also so rein technisch, wie soll das funktionieren? Kann ich mir nicht ganz vorstellen. Also ein Fusionsreaktor, ja gut, Fusionsenergie sind wir relativ noch am Anfang. Ich meine, die Menschheit ist ja gerade dabei, einen Fusionsreaktor zu bauen und zu erforschen und zu schauen, ob es funktioniert. Eine Energiezelle. Also so ein richtiger Fusionsreaktor. Drei Stück, der eine guckt sich etwas länger um. Drehst du dich nochmal rum? Sieht hübsch aus. Der eine fährt rum. Und da haben wir noch einen, okay. Kommst du wieder? Okay, ich warte, bis er sich herumgedreht hat. Das wäre jetzt eigentlich die Chance, ne? Oh, fuck. Au! Aua. Fuck. Bin tot. Verdammt. Ja, aber rein technisch frage ich mich, Au. Mich sogar am Checkpoint sogar noch gesehen habe. Also wird die Map nicht ganz zurückgesetzt. Nicht wirklich. Wenn wir hier schon entdeckt haben. Also wird das nicht komplett zurückgesetzt. Wenn deren, also wenn sie noch auf Angriff stehen und nicht richtig schnell, beziehungsweise schnell genug zurückgesetzt werden. Hat er mich jetzt gesehen? Ja, hat er mich gesehen. Oh fuck. Au! Alarm! Renner. Und die ist kaputt. Danke. Danke fürs Gespräch. So, Ziele. Überprüfe den MPT-Kontrollraum. Wenn in den Weg gehen. Okay, ich muss da rein. Muss hier nicht über die Schlafquartiere irgendwie. Okay.
Ja, was ich mir nicht vorstellen kann, ich finde ja immer noch, die Menschheit sollte Kollektoren entwickeln, die zum Beispiel Atomenergie wiederverwerten können, also beziehungsweise umwandeln können in elektrische Energie. Aber wir machen selbst dann Wasser warm. Also allgemein finde ich, in der Energieerzeugung sollten wir echt anfangen, Strahlung zu nutzen. Und nicht immer nur dieses Wärmeprinzip von wegen, wir machen mal jemand warm und das wird dann von einem, das treibt dann eine Turbine an. Das finde ich so dumm. Wirklich das Dümmste, was ich hier gehört habe. Mr. Johansson, warten Sie! Der Kontrollraum ist gleich hier! Nur durch diesen Korridor! Hören Sie mir zu? Die Erschütterungen werden schlimmer, wenn wir nichts dagegen tun, dann... Wir sind gerade an zerstörten ASEs vorbei und daneben lagen Leichensäcke. Was ist passiert? Jetzt ist keine Zeit! Sie kannten diese Leute. Genug! Sie haben keine Ahnung, wovon Sie reden. Genau, die habe ich nicht. Keine Ahnung, weshalb der MPT aus ist und warum die Kolonie über Nacht verschwand. Reaktorkapazität bei 8%. Das Wichtigste ist der Reaktor. Hier wurden unsere Leute getötet, Isaac. Es hätte nicht so kommen brauchen. Outward hätte sie alle gerettet. Indem sie alle zusammenpacken und die Erde verlassen? Das war ein schrecklicher Plan, selbst für MacArthur. Outward hat uns zum Sterben zurückgelassen und sie schert es nicht einmal. Wagen Sie es nicht. Ich habe mein Leben der Erde gewidmet, selbst nachdem meine Frau dort umgekommen ist. Meine Tochter ist noch auf diesem Drecksfelsen. Wie konnten Sie sie zurücklassen? Weiß sie es überhaupt? Schauen Sie, noch ist Zeit, das in Ordnung zu bringen. Wir reparieren den MPT. Sie wären ein Held. Sehen Sie sich um, Miss Baker. Hier gibt es keine Helden. Die sind fort. Und jetzt Bewegung. Okay. Aber ich denke mir wirklich, ne, warum machen wir immer irgendwas warm? Warum nutzen wir immer thermische Energie? Das müsste man noch besser machen können. Ich meine, ja, ich tue ja auch für meinen kleinen Blumenkasten thermische Energie nutzen und beziehungsweise daraus Strom machen, aber warum? Warum haben wir nicht was Besseres entwickelt? Ist ja doch so geil. Ich meine, ich tue so gesehen mit einem Peltier-Element arbeiten, nur andersherum. Und das ist, dass ich von der Abwärme, die ich halt kriege von den Pflanzen, die werden echt warm und in meinen kleinen, also ich mache die Abwärme hier von meinem kleinen Kasten für die Blumen. Es muss alles warm gehalten werden und die halten sich selber warm. Da nutze ich auch schon die Abwärme für und nur ein bisschen Licht und so, aber noch Luft. Und für die kleine Pumpe, die gerade mal mit 2 Volt arbeiten kann. Aber ich denke mir die ganze Zeit so, warum machen wir es nicht besser? Warum machen wir es mit der Welt nicht besser? Ich meine, am Ende wird ein Fusionsreaktor auch nur dazu genutzt, um Wasser warm zu machen. Wahrscheinlich. Alles besser. Also ein bisschen Schiss habe ich hier gerade. Ich überlege wieder wirres Zeug, aber ich frage mich, wenn ich dieses Spiel spiele, denke ich mir echt so,
Warum nutzen wir nicht andere Energieformen einfach? Warum entwickeln wir sie nicht endlich? Oh fuck, 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 aua! Blöde Sack, du! Oh, scheiße. Ah! Mami! Mami! Aua, aua, aua! Fuck! Blöder Sack, du! Scheiße. Aber so im Endeffekt denke ich mir immer, die Menschheit könnte doch eigentlich viel weiter sein. Wir ruhen uns ja bis heute noch auf fossilen Energie, fossile Energie aus. Also wirklich neue Sachen probieren wir ja nicht. Oh scheiße, warum? Oh nein! Aki, bewahr Ruhe. Bewahr Ruhe. Weiß nicht, gibt es wirklich Helium 3 auf dem Mond? Von irgendwie geil ist? Ja. Ah, fuck. Ja, wenn die mich zweimal treffen, dann bin ich toast. Komme ich denn da vorbei? Ich meine, das sind zwei. Einer geht hin und her. Der zweite starrt halt nur die Kisten an. Und der dritte fährt auch da seine Runden. Wie komme ich denn da vorbei? Und hören können die Dinger anscheinend auch. Da hat er getroffen. Das wäre doch die Idee, wenn ich da irgendwie rüberkommen könnte. Irgendwie. Aber schlussendlich, wenn ich bei der Energie nachdenke, ich, ja. Ich habe eine dicke Kupferplatte genommen, die sich einfach aufheizen soll und nutze es dann auch. Ich nutze auch Solarstrom, ach du Scheiße. Oh, vielleicht wäre das der. Oh! Anstatt rechts rum könnte ich. Probiere ich doch einfach mal links rum. Auf die schnelle Weise funktioniert es nicht. Wenn ich versuche durchzurennen, ich meine, der eine sieht mich, der andere sieht mich danach automatisch mit, weil er mit alarmiert wird. Ich versuche da. Ich meine, er guckt ja die ganze Zeit nach rechts. Er würde mich immer sehen. Er würde mich echt immer sehen. Also machen wir mal einen Überblick. Ach, guck, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, folge dem Licht. Nutze die Valve-Taktik und folge dem fucking Licht.
Ja, dann könnte ich. Ah, hier so durch. Ja, nein, könntest du nicht. Doch, du könntest dann hier. Ah, hier rüber, genau. Hier rauf, dann darauf. Ja, ich glaube, das kann funktionieren. Muss nur warten, bis der da sich jetzt wieder umdreht. Aber ich denke mir echt, können wir energetisch nicht einfach schon weiter sein? Oder ich finde auch die Menschheit beschämend. Ich finde die Menschheit rückständig und dass wir uns an veraltete Technologien klammern wie nichts Gutes. Das, ja. Das E-Auto ist eine super Idee. Man muss nur ein bisschen an der Akkutechnik feilen. Ein bisschen mal Reichweite rausquetschen. Und die Infrastruktur, die Deutschland leider nie hinkriegt. Bei Politik. Ah, da drin ist auch noch einer. Ich hätte nicht gedacht, dass du Comics magst. Sie erinnern mich an die Heimat. Wofür wir das hier machen. Reaktorkapazität bei 4%. Mein Bruder liebte Moonman, weißt du? Er lebte in diesen Geschichten. Er wurde krank geboren. Unheilbar. Als ich zur WSA ging, dachte er, ich würde ihn im Stich lassen. Aber ohne den MPT-Strom hätte die Klinik nie seine Behandlung aufrechterhalten können. Nur so konnte ich ihm helfen. Auch wenn er mich dafür hassen würde. Wir wollen ihnen helfen. Denen, die wir lieben. Was immer nötig ist, damit sie sicher leben können. Selbst wenn sie nicht verstehen. Aber manchmal liegen wir falsch. Ich brachte meine Tochter Kathy her. Sie liegt jetzt im Kryoschlaf. Isaac? Du sagtest, deine Tochter lebt auf der Erde. Das ist Claire, meine andere Tochter. Wir reden nicht mehr miteinander. Schlaf etwas. Wir probieren es morgen weiter. Jetzt verstehe ich. Deine Tochter ist wie die uns auf der Erde unterstützt und da gerade am Arsch ist. Die andere ist irgendwie hier. Und Mann, also neues Comic. Die, ja. Flamme. Bemüht, seine Mission zu erfüllen, reizt der Astronaut seinen Schlaf. Bemüht, seine Mission zu erfüllen, reizt der Astronaut einen schlafenden Riesen. Und als seine gefährliche Reise einen erstaunlichen Höhepunkt erreicht, findet er heraus, manche Reisen dort beginnen, wo andere enden. Verdammt, ich muss meine Brille finden. Ah! Meine Sonnenbrille habe ich aber gefunden. Wenigstens das. Ah. Eine Weißwandtafel, die verdächtig im Männerzimmer versteckt ist. Enthält eine Reihe beunruhigender Berechnungen. Isaac Johansons Ergebnisse lassen eine ernüchternde Schlussfolgerung erkennen. Angesichts der Produktionskapazität des Reaktors und der begrenzten Menge an Helium-3 auf dem Mond kann der MPT den aktuellen Energiebedarf der Menschheit nicht decken. Die Menschheit müsste sich ändern, ja. Stimmt. Ein Material, was sich über Jahrhunderte angereichert hat, ist auch irgendwann leer. Ich hab vergessen. Ah, 8662. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Code vergessen. Genauso mit unseren Rohstoffen an Öl. Die sind auch bald erschöpft. Also eigentlich, dass wir uns die ganze Zeit an fossilen Brennstoffen klammern. Ja, irgendwann war es das mit fossilem Brennstoff, weil, ja. Da ist nichts mehr mit Fossil. Na rein.
Ja. Irgendwann ist es wirklich nicht mehr mit fossil. Die Lobbyisten und Politiker, die meinen von wegen, ja, das kann, das hat sie ja nicht zu interessieren. Das, in ihren Lebzeiten können sie auch ordentlich Kohle damit scheffeln. Verbrenner für Europa reinzukriegen und das Scheiße zu verkaufen und was weiß ich nicht alles. Ja, nö, irgendwann ist auch damit vorbei. Eigentlich sagt dieses Spiel schon wirklich aus, dass wir uns ändern müssen. Was wir aber bis jetzt nicht tun, weil. Geldgierige, reiche alte Säcke. 8662. Reaktorkapazität bei 3%. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen irgendetwas übersehen haben. Wir haben das ganze System überprüft. Wenn wir keinen Weg reinfinden, ist die Erde verloren. Sarah, sie ist schon ein Ödland. Das weiß ich ja. Wir haben es versaut. Über Jahrhunderte. Aber der MPT erkauft uns die Zeit, mit der wir es wieder richten können. Das würde ich gern glauben. Wir alle glauben daran, Isaac. Deshalb gibt es die WSA. Oder was auch immer davon übrig ist. Was sagen wir den Menschen auf der Erde? Es sollte nicht so laufen. MacArthur hatte befohlen, das Helium in die Bahn zu laden und zu evakuieren. Er sagte, der Reaktor sei instabil. Und die Leute hörten auf ihn? Sie hörten auf ihre Befehle. Nicht alle vertrauten ihm. Es gab Widerstand. Die Lage eskalierte. Es gab Kämpfe. Sogar ein Zug verunglückte. Was war mit den ASEs? MacArthur setzte sie als Waffen ein. Er hat ihre Sicherungen überladen. Aber warum richtete er sie gegen unsere eigenen Leute? William MacArthur ist Pragmatiker. Vergiss das nie. Wenn er denkt, es geht um ein höheres Ziel, zuckt er nicht mit der Wimper. Das sagen wir ihnen also dann auf der Erde. Unsere Kollegen gaben ihr Leben für ein höheres Ziel. Was immer das ist. Das ist scheiße. Was ist eigentlich aus Atommüll wiederverwerten geworden? Es gab doch mal die Ideen und Überlegungen, Atommüll wiederzuverwerten. Also nochmal in einen Reaktor schmeißen, das dann wieder aufzubereiten und so. Was ist eigentlich daraus geworden? Die Idee fand ich relativ gut. Das ist auch so eine Sache, die ich in der, bei der Menschheit besorgniserregend finde. Wir haben tonnenweise Atommüll. Tonnenweise. Aber was machen wir damit? Wir vergraben es in der Erde. In der Hoffnung, dass irgendjemand in der Zukunft das irgendwann mal regeln wird. Wenn man es genau nimmt, versäumen wir uns schon gerade unsere Zukunft auf diesem Planeten. Wenn man es genau nimmt. Und wir haben kein Helium-3 und ein MPT auf dem Mond, um das nochmal zu regeln. Eigentlich sind wir am Arsch. Eigentlich ja, ne? Eigentlich sind wir am Arsch. Mit unserer Zukunft. Was die Energiegewinnung angeht. Wenn man mal das mal so überlegt. Eigentlich sind wir am Arsch. Eigentlich sind wir sowas von am Arsch. Aber ich werde bis dahin wahrscheinlich nicht mehr leben. Oder vielleicht schaffe ich es irgendwie, mir den Kopf abzusäbeln und den noch am Leben zu halten oder mich in eine Maschine zu transferieren.
Weil miterleben will ich ja schon. Also wenn irgendein schlauer Wissenschaftler meint, er könnte Menschen im Leben erhalten, ich bin deine erste Testperson. Nimm mich. Menschen mit künstlichem Leben zu verschmelzen, ich bin dein erster Mann. Nimm mich, wenn du das hier hörst. Aber beeil dich, das Leben ist kurz. Ich würde zu gerne wissen, wie die Menschheit die Zukunft überstehen wird, auch wenn ich glaube, das wird sie nicht. Aber neugierig bin ich schon. So, da haben wir doch mal was. Da haben wir was. Da haben wir was. Gehen Sie niemals ohne ASE raus. Atmung rettet Leben. Wir machen das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, Akashi. Ich glaube, ich habe echt heute viel Blödsinn erzählt, aber das mit der KI regt mich einfach immer noch auf. KI-Musik, das nervt mich. Aber wenn ich so über die Menschheit nachdenke und unsere Energieversorgung, ich denke, wir sind am Arsch. Aber wir sehen uns morgen. Vielen Dank fürs Zusehen, Akashi. Hauen Sie rein und tschüss.